Hey, yo, willkommen zu Hellion. Heute haben wir die ehrenvolle und wunderbare Aufgabe, ein Fabricator-Modul endlich an unsere Station anzudocken. Wir haben schon alles vorbereitet, wir haben ein T-Stück installiert, das heißt, wir haben einen Platz, an dem wir es andocken können. Ich fliege jetzt erstmal ein wenig näher ran. Und dann docken wir das Fabricator-Modul von unserem Schiffchen hier ab und dann dort an. Obwohl, können wir nicht einfach direkt dort andocken? Wir kommen doch so gut rein hier. Ich glaube, das machen wir. Was soll's? Guck mal, da sparen wir uns einen Arbeitsschritt. Ja, können direkt andocken. Warum nicht? Das macht es ein wenig behäbiger. Aber das wird funktionieren. Bin ich mir ziemlich sicher. Langsamer, ein bisschen nach rechts noch. Wupp, 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 wupp. Mal nicht so übersteuern hier. Ah, schon geschafft, super easy. Was soll das denn? Ist doch super hier, was wir alles schaffen. Jetzt nehme ich mal die ganzen Sachen hier mit. Die brauchen wir nämlich zum Craften. Und Warpzelle mit 2% verschrotten wir auch. Die Container verschrotten wir selbstverständlich nicht, aber was war das denn? Habt ihr das gehört? Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch war. Wie erstmal hat man denn nochmal auf die Dings zugegriffen? Ich möchte gerne. Ach so, ja klar, einfach im Inventar. Oder auch nicht? Ah, doch, draufklicken und dann tauschen wir das mal dagegen aus. Boden, dich stellen wir dahin. Unser eines Akku-Packs ist voll. Können wir dich mal hinlegen? Brauchen wir noch irgendwas? Euch kriegt mal auch noch mit ins Inventar. Super. Super duper. Da haben wir jetzt alles. Den Servo hier, wo war der? Ich hatte doch hier irgendwo noch einen übrig. Einen übrig. Hier, den nehmen wir auch mit. Können wir bestimmt irgendwo drüben einbauen. Alter, diese Geräusche. Irgendwo bin ich wohl angeeckt. Von außen muss ich daran. Das Schiff reparieren ist immer die höchste Pflicht. Ganz, ganz wichtig. Immer schön das Schiffchen reparieren. Quicksafen, auch nicht vergessen. Zweithöchste Pflicht. Da sehe ich doch schon den Schaden. Aber ich kann ihn nicht. Doch, ich kann ihn. Ich habe ihn auch schon repariert. Ah, hier. Haven wächst. Haven wächst. Also natürlich müssen wir dann, sobald wir das nächste Modul anbauen, noch irgendwie ein T-Stück dazwischen einfügen und so. Das wird dann nochmal ein wenig rangieren. Aber fürs Erste haben wir eine voll funktionsfähige Station. Mit wenig Energie nur, aber mit Energie. Und vielleicht auch bald mit Sauerstoff. Komplett gefüllt. Aber eins nach dem anderen. Erst einmal Power Supply. Haven brauchen wir nicht anmachen, Airlock auch nicht. Wir brauchen nur das Fabricator-Modul. Oh doch, Haven müssen wir anmachen. Lädt das hier noch auf? Nee. Lädt das hier noch auf? Das lädt noch auf, gut. Aber jetzt werden wir hier mal gucken, was abgeht. Was haben wir denn alles an Ressourcen mitgebracht. Upp. Das hier entladen wir auch in unsere Station. Nochmal Nitrate. Ich brauche doch Wasserstoff. Was ist hier drin? Auch nochmal Nitrate. Oh, ich habe gehofft, da wäre Wasserstoff drin. Wir müssen auf jeden Fall ein wenig Minenarbeit erledigen.
Na dann. Hier der Air Generator, der hat einen Servo verdient. Den brauchen wir dann nämlich. Was würde in den Air Generator noch passen? Eine Einspritzdüse, die haben wir leider nicht. Ach, das reduziert auch nur den Stromverbrauch. Eigentlich egal, das bauen wir dann wohl lieber, weil ich brauche einfach nur Effizienz eigentlich. Sondern bauen wir das lieber hier ein, weil das verbraucht ziemlich viel Energie. Können wir mal gucken, wie viel genau das verbraucht hat. Nee, da steht hier leider gar nicht, wie viel das vorher war. Steht nur der aktuelle Wert. Na gut, wir verlassen uns mal drauf, dass das okay ist. Ich vertraue dir. Jetzt haben wir hier auch überall Schönwertschwerkraft. Richtig gut. Und jetzt geht's hier mal. Jetzt werden wir hier mal schön Ressourcen gewinnen. Ist alles noch nicht so hübsch hier, ich weiß schon. Wir müssen hier noch eine Menge machen. Schön Sauerstoff, Strom, weitere Module. Aber das ist das Spiel. Ich freue mich drauf. Das wird richtig gut noch. Okay, das waren doch schon mal eine ganze Menge Ressourcen. Ach, den Feuerlöscher habe ich gar nicht angebracht bei uns im Schiff. Ach, das ist ein Kanister für raffinierte Ressourcen. Egal, können wir auch in unser Schiff. Können wir nicht in unser Schiff? Können wir hier hin? Können wir hier hin. Gut. Also, was wollen wir denn? Batterien, wir brauchen auf jeden Fall mehr Batterien. Oder eine Tesla-Kugel, einfach weil sie cool aussieht auch. AC-Akku-Pack. Was haben wir denn alles? Wir brauchen Wasserstoff dafür, was wir nicht haben. Yay! Ach, ich nehme das jetzt original einfach aus meinem Multitool, diese 5 Sauerstoff, weil mit einem Multitool, mit einem Akku-Pack zu meinen, ist einfach, da kriegen wir ja nicht mal, obwohl wir kriegen vielleicht 2 Kanister voll. Ich weiß nicht mehr, wie das Verhältnis war, aber wir sollten schon 2 haben, mindestens. Also 5. Hä? 5 bitte. Ach so, das geht nicht hier rein. Es geht selbstverständlich nur ein Saving-Modul. Das hier hat nur so Komponentenlagerplatz und das hier hat für den Rest auch Sachen. So, dann Fertigungsanlage. In die Fertigungsanlage packen wir jetzt Wasserstoff. Eigentlich können wir alles an dem ganzen anderen Kram hier auch reinpacken direkt. Craft. Yeah, wir kriegen ein Akku-Pack, unser erstes selbst gecraftetes Akku-Pack. Erinnert ihr euch noch, als ich das Let's Play gemacht habe und währenddessen die ganze Zeit Musik im Hintergrund lief und es die erste Episode cool war, die zweite langsam nervig wurde und die dritte bin ich schon in so eine Art Trance verfallen und habe gar nichts mehr gerafft, was die Musik angeht und ihr habt euch einfach nur noch aufgeregt. Obwohl ich glaube mal, der eine oder andere fand es sogar immer noch okay, aber der Großteil fand es nervig und als ich mir die Episode angehört habe, fand ich es auch nervig. Nicht super nervig, aber ich habe gedacht, okay, das so oft muss es jetzt auch nicht sein mit dem Dings. Ah, hier kann man auch Sentry Guns bauen. Das ist natürlich geil. Vielleicht irgendwann mal. So, können wir noch irgendwas bauen ohne Dings? Na, Einspritzdüse, Stufe 4. Das wäre nicht schlecht. Ich baue mal eine Stufe 3. Ich möchte dann nämlich Sauerstoff hier befüllen, alles. Und da brauchen wir dann eine Einspritzdüse. Also baue ich die schon mal. Ich bin, glaube ich, auch ein bisschen craftsüchtig jetzt. Dieser 3D-Drucker ist geil. Ach, ich freue mich drauf, wenn es sowas wirklich gibt. Star Citizen, ne? Achtung, Star Citizen-Thema. Falls ihr Star Citizen nicht mögt, weghören.
Warum auch immer. Auf der Carrick gibt es auch so einen. Oben da gibt es so einen kleinen Raum, wo eine Werkbank steht. Und da ist, glaube ich, auch sowas wie ein 3D-Drucker, Lasercutter, alles in einem Ding. Das ist ziemlich geil. So, wir haben noch eine Menge Legierung und so. Gibt es noch irgendwas, was wir cooles bauen können? Aktivkohlefilter brauchen wir eigentlich gerade nicht. Warpzelle ist viel zu teuer. Brauchen wir 50 Helium und auch eine ganze Menge von den anderen Ressourcen. Das kriegen wir nicht so einfach hin. Man kann doch bestimmt auch irgendwie diese Ressourcen, sowas wie Legierungen und Kohlenstofffasern, aus Ressourcen gewinnen, oder? Man muss das doch bestimmt nicht alles nur suchen. Da gibt es garantiert einen Weg. Vielleicht finde ich den noch. Also zurück zum Schiff. Haben wir alles dabei, was wir brauchen? Die Einspritzdüse baue ich gleich mal ein. Die brauchen wir nicht extra mitnehmen. Ich lade noch mal unser Jetpack auf und alles. Ach, da ist auch ein Feuerlöscher. Sehr gut. Einspritzdüse. Bäp. Und auch keine schlechte Einspritzdüse, will ich mal meinen. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ich habe ja nur ein Jetpack dabei. Hatte ich hier noch eins? Nein. Ich habe aber hier dieses Consumable Building. Na dann. Das war jetzt ACS voll. Dann machen wir das jetzt mit Sauerstoff. Bestätigen. Das müssen wir auch noch mehrmals. Ach, ich sollte es einfach mal gleich in die Hand nehmen. So, und jetzt füllen wir es noch einmal auf. Sauerstoff haben wir ja erstmal ganz gut. Energie hat der Anzug eigentlich auch noch genug. Passt alles. Auf geht's, eine wilde Reise zu den Asteroiden. Wasserstoff suchen. Eis. Wir brauchen Eis. Ich habe drei Kanister, zwei Akku-Packs. Sollte hinkommen. Können wir die drei Kanister füllen, denke ich. Und dann raffinieren wir alles. Gut. Dann erst abdocken, nicht die ganze Station mitnehmen. Ja, der Fehler, da sollte mir nicht so schnell nochmal passieren. Scan. Da haben wir doch ein paar Asteroiden. Wo sind wir gerade? Wo sind wir gerade? Was geht denn da ab? Da sind wir doch gerade nicht, Basisstation. Da sind wir, da müssen wir eigentlich gerade sein. Ich weiß nicht, was da passiert. Gut, fliegen wir einfach mal zu dem hier. Steht ja nicht drauf, was er in sich hat. Ich glaube, die haben eigentlich auch alle alles in sich. Das reicht knapp. Dann brauchen wir dann die dicke Warpzelle. Schade, aber ist so. Vielleicht fliegen wir ja auf dem Rückweg noch irgendwo vorbei. Irgendwo, wo es ungefährlich ist und es vielleicht noch eine Warpzelle gibt. So, und währenddessen bereiten wir bereits unseren Mining-Ausflug vor. Ist da schon wieder ein Schaden entstanden? Das gibt's ja wohl gar nicht. Wie sieht's? Rumpfintegrität 100%. Weiß ich nicht, was das dann soll. So. Du bist leer. Ja, drauf. Chuck. Chuck. Batterien immer mit. Feuerlöscher. Das hier auf 2, denn die
Dinger gehen nur auf 1 zu legen. So. Und jetzt packen wir unseren Feuerlöscher hier hinten rein. Bam. So, wie viel hat diese Warpzelle, die dort ist, noch? 6%. Das reicht für den Rückweg. Wunderbar. Brauchen wir noch nicht an die volle zu gehen. Stellen wir es mal dahin. Ja. Ja, wir sind gut vorbereitet für einen Mining-Ausflug. Nicht super gut, aber den Umständen entsprechend würde ich sagen, ist das respektabel. 2 Minuten noch. Ist das leer? Einmal leer. Kommt, ich nehme das mal mit. Das füllen wir dann auf, wenn wir das nächste Mal in unserer Station sind. Das ist auch fast leer. Wisst ihr was? Das konsumiere ich jetzt direkt. Da geht Doppelklick nicht. Okay. Ist mir der Bildschirm da oben schon irgendwann mal aufgefallen? Vermutlich. Mir kommt der gerade so fremd vor, als ob ich den noch nie gesehen hätte. Das Ding, da freue ich mich drauf, das endlich mal einzubauen. Dann sparen wir so viel an Dingen. Sind wir dann nicht sogar schneller? Ich weiß gar nicht, was. Steht doch bestimmt. Steht hier doch bestimmt irgendwo. Ups. Bitte zubleiben. Hier steht nur das von den Containment Field Generatoren. Hier steht aber nirgendwo, wo was das Ding für einen Unterschied macht. Aber ich glaube, auf dem Ding, wenn man dann eins hat, steht's. Können wir ja auch mal gucken, wenn wir dann wieder im Fabricator-Modul drin sind. So, 30 Sekunden. Wir können uns schon mal gemütlich hinsetzen. Bloß die Finger von den Steuern, von der Steuerkonsole lassen. Ja, wir wollen nicht zu früh aus dem Warp ausbrechen. Das wäre mir sehr lieb. Und in der Zeit trinke ich noch mal einen Schluck Wasser. Und nachher trinke ich lecker einen Kaffee. Man muss sich immer kleine Ziele setzen, auf die man sich freuen kann. Nützt auch nichts, wenn man den ganzen Tag nur Kaffee trinkt. Ich glaube, dann geht es einem schlecht. Aber wenn man dann mal so ab und zu sich sagt, ja, da trinke ich heute meinen zweiten Kaffee, dann kann man sich doch direkt freuen. Wir kennen das Spiel. Quick Save und bloß nicht zu nah an das Ding ran, ey. Die Kollisionsabfrage ist nämlich, sagen wir, sie ist großzügig im negativen Sinne. Und ich möchte natürlich ein wenig auf die hellere Seite, damit ich auch sehe, was ich mache. So, eigentlich reicht das. Jetzt drehen wir uns. Blapp, perfekt. Auf zum fröhlichen Minenwerk. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Das macht keinen Spaß. Jetzt macht's wieder Spaß. Hier ist mein Arbeitsgerät, wo sich vorne die Spitze dreht. So ist das mit Bohrgerät. Ein wirklich tolles Gerät. So, was haben wir? Trockeneis! Das, was wir nicht brauchen. Und wir sind weg. Oder warte mal, war das nicht so? Habe ich nicht immer gedacht, das wäre so, dass es auf einem Asteroiden nur eine Sache gibt. Und dann hat irgendjemand mal gesagt, nee, das ist anders. Aber dann war schon das nächste Update, wo ich gespielt habe, wo das Mining wieder ganz anders funktioniert. Aber hier war es doch vielleicht so, dass man... So, was haben wir jetzt aufgesammelt? Wieder Trockeneis. Trockeneis können wir nicht unbedingt gebrauchen. Ist auch nicht das Schlimmste, was man finden kann. Aber andere Dinge wären mir gerade echt lieber. Nitratmaterialien.
Brauchen wir gerade nicht, aber gut zu wissen, dass es auf jeden Fall es hier wirklich verschiedene Ressourcen gibt. Ja, hier war wieder Trockeneis offenbar am Werk. Das Blöde ist, dass man das nicht unterwegs rausschütteln kann. Das heißt, wenn mein Container voll ist, ist er voll. Das waren, ja, waren Nitrate. Kann auch sein, dass es vielleicht so zwar mehrere gibt, aber auch manche nicht. Das wäre natürlich auch eine Sache, die mich jetzt zum Weiterfliegen überreden würde. Schauen wir mal auf die dunkle Seite. Ach, ich bin doch doof. Ich habe doch. Ah, Regolith. Ich habe doch einen Scanner. Den habe ich auf dem Schiff. Wo ist mein Schiff? Ich hole mir einfach den Scanner, bevor ich das jetzt hier noch 10 Minuten lang weitermache. Ach, ich bin doch doof. Es gibt, ist doch so einfach. Ich muss doch nur mal mein Gehirn aktivieren. Gehirn aktiviert. Wisst ihr was? Ich glaube, das geht gerade schneller. Und wir haben den Ding wieder, das Ding wieder geleert. Wie gesagt, so mal neu laden finde ich vor allen Dingen im Singleplayer. Im Multiplayer geht es ja ohnehin nicht, aber ich finde das. Jeder, der da sagt, man ist ein Noob oder ein Cheater oder irgendwas, der hat zu viel Zeit im Leben. Ich spiele das Spiel doch, weil es mir Spaß macht und wenn ich die das Spiel neu laden möchte, dann mache ich das, weil es mir halt Spaß macht, wenn ich nicht 30 Minuten extra Ressourcen grinden muss und nochmal hin und her fliegen und alles. Ich mach's einmal, ich mach's auch zweimal, aber ich mach's nicht unnötig, weil ich einen kleinen dummen Fehler gemacht habe. Weil jeder macht mal einen kleinen dummen Fehler. So. Ist bei XCOM ganz genauso. Gibt Spiele, die spielen Iron Man Hardcore-Modus. Ich muss sagen, mache ich manchmal nicht. Kann ich denn? Nee, ich kann ihn nur direkt in die Hand nehmen. Diesmal den Helm direkt aufsetzen. Ach, der Ressourcenscanner, eine tolle Erfindung. Mit dem werden wir jetzt sehr viel Spaß haben, weil wir genau das uns besorgen können, was wir wollen. Trockeneis. Regolith. Trockeneis. Kann trotzdem sein, dass wir noch mal zu einem anderen wollen. Eis! Eis, 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 Eis. Da ist Eis. Eis voraus. Ein kleiner Eisberg ist voraus. Ja! Hahaha! Natürlich braucht man dann auch Trockeneis für Sauerstoff, aber erstmal brauchen wir eine Menge Eis. Ach, ist das wunderschön. Wenn es dann doch mal funktioniert. Dieser Scanner, ey. So eine gute Sache. Dass ich, da war echt, es war echt gut, dass ich nochmal off-camera das Ding gelootet habe und dann spektakulär meine Flucht unternommen habe. Keine Sorge, es war nicht so spektakulär, dass ihr unbedingt hättet dabei sein müssen. Aber ich tue jetzt so, als ob das spektakulär gewesen wäre, dass, damit ihr mich für cool haltet. Ganz einfach. Und. Voll. Ich würde sagen, wir machen zwei Eis und ein Trockeneis.
Dann können wir schon mal ein wenig Sauerstoff produzieren. Und ich denke, wir kriegen das hin in den nächsten ein bis zwei Episoden, unsere Raumstation tatsächlich komplett mit Sauerstoff zu füllen. Könnte funktionieren. Ich weiß nicht, ob es wirklich klappt, aber es könnte funktionieren. Und das Gute ist, die Raumstationen haben ja alle Airlocks. Also die sind ja alle keine Airlocks, aber sie haben Türen, die luftdicht sind. Das heißt, man kann die dann auch problemlos abdocken und umrangieren, wie wir wollen, ohne dass wir immer alles erst leer pumpen müssen. Das wird uns alles sehr viel einfacher machen. So, Batterie ist leer. Habe ich ziemlich gut abgeschätzt. So drei Dinger und zwei Batterien. Drei Kanister, zwei Batterien. War das jetzt der leere noch? Ja. So, dann machen wir jetzt noch einmal Trockeneis. Das war ja da oben. Das hier ist Regolith. Gehen wir mal ein bisschen weiter nach hier. Ja, Trockeneis. Wunderbar. Machen wir den noch voll. Und dann haben wir tatsächlich eine richtig gute Mining-Aktion hier hinter uns. Und ich muss dann mal herausfinden, ob man noch diese Ressourcen irgendwie, also die Dinger, die man durch Verschrotten herstellen kann, ob man die auch auf andere Weise gewinnen kann. Das wäre nämlich ziemlich geil, wenn ich durch Mining mir Dinge erarbeiten könnte und nicht nur durchs Plündern von Raumstationen. Denn da ist man dann wirklich sehr auf sein Glück angewiesen. Und wenn ich dann 50 von irgendwas sammeln muss, kann es halt wirklich anstrengend werden schnell. So. Wunderbar, geschafft. Ich mache mein Licht hier aus. Habe ich es gerade angemacht? So, da bin ich jetzt ein wenig drüber geflogen. Wir gucken mal eben. War denn hier jetzt noch irgendwas kaputt? Weil das ja von innen so gefunkt hat. Ich sehe hier aber keine Verletzung. Noch mal kurz oben drauf gucken. Nö, hier ist doch alles okay. Das hier ist, glaube ich, nur einfach nur, weil es cool aussieht. Ich glaube, das soll so sein. Oder beziehungsweise, das ist immer so. So diese leichten Beschädigungen. Mal kurz das Licht ausprobiert. Funktioniert. Und Innentür auf. Helm ab. Das irritiert mich schon ein wenig. Kann ich das von innen? Ich möchte es gerne. Nee, hier war kein Bildschirm, ne? Das ist nur hier. Hier war noch nie einer. Ich dachte, der wäre vielleicht kaputt, aber das geht ja nicht. Ich würde sagen, eine Reise zurück zu Haven und schön das Zeug entladen. Ja, okay, wir brauchen leider die andere Warpzelle. Davon sind wir ja schon ausgegangen. Ach, die hatte ich ja neu geladen. Hä? Nee. Ach, die hatte ich davor abgestellt. So, worum war's? Hör, will nicht ganz. Warpe zu. Oh. Scheint so, als ob das gerade an dem Punkt wäre, wo es nicht mehr klappt. Was?
was mir nicht gut gefällt. Das verbraucht alles zu viel Popenergie. Vielleicht, wenn ich ein bisschen später starte. Ich will jetzt halt immer noch nicht an die Große gehen. So, hier hat es doch gerade irgendwo geklappt. Da. Okay, das dauert zwar ewig, aber so schaffen wir es. Aber selbstverständlich müsst ihr jetzt keine 20 Minuten bei mir bleiben. Wir werden dann das nächste Mal also 20 Minuten. Es ist jetzt 40 Minuten. 40 Minuten wird es jetzt dauern. Die seid ihr natürlich nicht bei mir. Und ich hoffe mal, dass ich währenddessen, dass der Sauerstoff reicht, aber der reicht, weil der wird nicht weniger. Und ich bleib hier einfach im Schiff, chill ein bisschen, genießt die Aussicht. Und ich hoffe, ihr seid dann auch das nächste Mal wieder dabei, auch wenn es heute eine kurze Folge war. Ne? Unten in meiner Videobeschreibung Patreon, vielleicht möchtet ihr mich unterstützen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald.